Venezuela hat nach Angaben von Präsident Nicolas Maduro hunderte Millionen US-Dollar beim Start der weltweit ersten staatlichen Kryptowährung, dem Petro, eingenommen. Am ersten Vorverkaufstag seien 735 Millionen Dollar zusammengekommen, sagte Maduro unter anderem am Dienstag in Caracas. Und dabei strotze der Präsident auch vor Selbstbewusstsein. Heute wurde ein glücklicher Junge geboren, der Petro, eine Kryptowährung, die es mit Superman aufnehmen kann. Damit spielte Maduro an die bekannte Comicfigur an, die genau wie die Weltleitwährung Dollar aus den USA kommt. Das krisengeplagte Venezuela erhofft sich durch den Start der Cyberdevise einen wirtschaftlichen Befreiungsschlag. Bis zum 19. März können Interessenten in den Petro investieren. Der venezolanischen Angaben zufolge mit jeweils einem Barrel, das entspricht 159 Liter, der Rohölreserven des Landes besichert ist. 100 Millionen digitale Münzen sollen zu jeweils etwa 60 Dollar ausgegeben werden. Damit käme der Petro auf einen Gesamtbörsenwert von 6 Milliarden Dollar und würde aus dem Stand in die Top 10 der Kryptowährungen einziehen.